Bogenschießen verbessert auf 10. Was? Die Hörstrophäe hast du liegen lassen, komischerweise. Okay, ja, ich kein Platz mehr im Inventar. Ich hab aus Versehen, ich hab 4 Stück davon. Kein Platz im Inventar, aber die Rehhaut habe ich zumindest mit. Oder? Wo ist sie? Ach, hier ist wieder die Lichtung, die wir vorhin hochgestiefelt sind. Ach, da oben. Ja. Also müssen wir halbwegs auf dem richtigen Weg sein zum Schiff. Da Boot. Ich glaube, hier über der Kuppel. Ich glaube, wenn man hier so ein bisschen... Oh, da ist ein Typ. Wow. Ja, ich sehe schon. Ey, und ist auch da geblieben. Juhu. Mit so einem kleinen Strick angebunden. Den imaginären. Oh, da ist noch ein Hirsch. Wo? Warte. Da, geradezu. Hab ich einen Hirsch gesehen. Das ist sogar ein... Ach, fuck. Hab mal erledigt, du kannst dir holen. Jo. Schwänchen, komm her. Die Hirschtrophäe, Rehaut. Und die Hirschtrophäe nehme ich auch gerne mal mit. Vorsicht, Schwänchen. Ah, ja. Vorsicht, Goblin. Was ist denn jetzt hier los? Und Räder oben. Halt, pst. Das will ich machen. Zack. Mal, wie viel Rehaut hast denn du jetzt eigentlich? Du musst doch... Rehaut habe ich jetzt 7. Okay, ich habe 10. Aber es reicht auf alle Fälle für beide, für uns für die Gerbergestelle zur Not. Ja, ich bin auch gerade überladen, also wir können jetzt auch zurück. Ja, gut. Dann alle mal aufs Boot. Brauche ich jetzt ein bisschen, weil ich, wie gesagt, ein bisschen überladen bin. Wie viel bin ich überladen? Okay, ich schmeiß mal die Kohle raus. Dann habe ich ein bisschen mehr. Du hast Kohle im Inventar? Weil ich das Essen angebrannt hatte. Klassiker. Willst du aber schon mal gut zu wissen, wie wir Kohle herstellen, die braucht man bestimmt für die Öfen. Ja, willst du mal steuern? Da halte ich mich fest. Wie mache ich das? Hinten links ist ein Ruder. Ja. Und mit A und D ruderst du, also quasi links und rechts. Ah, ja. Und mit W kannst du das Segel einfahren, mit S kannst du das Segel wieder, mit W ausfahren, mit S einfahren, so rum. Wenn du jetzt mal W drückst. Ja. Und mit S kannst du quasi die 2-3 Stufen wieder zurück. Wir kommen nicht vom Fleck. Ah, das war vorhin auch ein bisschen mein Problem. Also, ich kann mich ja nicht mal richtig drehen. Madi, was machst du? Ich bin außerdem auf eine Taste gekommen. Ich baue mal kurz einen Discord. Deswegen. Also, ich versuche es ja zu drehen, um seitlich irgendwie schieben zu lassen, aber no way. Wir haben absolut Gegenwind. Zieh mal das Segel ein. Ja. Jetzt sollte er erstmal auf die Befehle, wenn möglich, ein bisschen besser reagieren. Ja. So. Und jetzt versuchen wir mal hier. Was war denn das? Ich weiß es nicht. Stein unter Wasser, ich hab nichts gesehen. Ich halte mich doch schon fest. Ich muss sagen, die Funktion finde ich irgendwie witzig, ja? Dass du da so einfach dastehen kannst, sagst, okay, hältst dich fest. Und da stelle ich mir mit 10 Leuten lustig vor, wenn dann alle dastehen. Kling, sich festhalten. Alter, wir nehmen jetzt schon seit fast 5 Stunden auf, ja. Oh nein, wir wenden zu stark. Ich sehe doch da vorne schon. Ich überlege, wie ich es am besten mache. Ob ich dann quasi ein Let's Play draus schnipple oder ob ich das einfach mal so als wirklich XXL-Folge einfach mal rauskloppe, wie als wenn wir es live aufgenommen hätten. Und dann einfach mal sage, okay, wer Bock hat, guckt sie halt an.
So die ersten Schritte quasi Learning by Doing in Fallheim. Alter, das ist ja hier ein Krebs, gegen den Wind zu fahren. Kannst du knicken, das wird nichts, ja. Zur Hälfte des Meeres habe ich es geschafft. So lässt er sich mit sich reden. Das haut sofort gleich wieder weg. Hier ist die Weite. Haben wir noch irgendwas? Nee. Ich kann hier nur eins machen. Festhalten. Und der Leiter benutzen, falls ich runterfalle. Ah nee, wir hängen auch auf den. Nee, wir hängen nicht fest. Warte mal, geht das? Oh. Gönn dir, Madi, gönn dir einfach. Schön idyllisch. Ach, herrlich. Kannst du vergessen, dass wir ja. ich kann nicht lenken, nichts passiert ja. Er lenkt auch nicht. Ja, aber wir kommen, glaube ich, in Mini-Tippelstrichchen voran, oder? Nee, gar nicht, weil ich versuche ja nur zu lenken und auch das macht er ja nicht. Ich pack's nicht. Jetzt macht er was. So. Ich will dann auch rüber zu dieser blöden Insel. Jo, jetzt kommen wir mal so ganz leicht voran. Ganz leicht, ganz leicht. Aber wir sind auch in der Nähe von unseren Base. Also das passt schon. Naja. Also, das ist genau entgegengesetzt zu unserer Basis, da kommen wir niemals an. Ich kann es vielleicht hier noch irgendwie an Land bringen, das schaffe ich noch, aber ja. Dann müssen wir die Drohung parken. Das wird nicht. Alles entspannt, da müssen wir echt auf andere Windrichtungen mal achten. Ich säubere schon mal das Land. Zack. Mal gucken, wie lange du brauchst. Warte. Hat eine Idee. So. Jawohl. Jetzt trägt mich das nämlich. Jetzt kommt nämlich seitlich. Warte, zieh mal der Dinger ein. Zack. Hallo. Was ist das? Oh, warte mal, da sind noch zwei Wildschweine. Ah, ist zu weit weg. Willst du uns bis vor der Haustür bringen, oder wie? Nee, der Wind ist absolut genau frontal zu uns. Ich versuche das Boot jetzt nochmal hier zu wenden. Also Captain ist nicht meins. Ne? Alles entspannt. Alles entspannt. Ich. Aber da hast du auch vorne auf die Sandbank, kann man es ja mal versuchen, irgendwie hinzubringen. Ja. Hm.
Säbelschweine. So, Matti, ich mach das Schiff hier fest. Tja! Dann... Warte, ich will nur schnell die Wildschweine töten. Zu weit. Da. Renn ich den Rest halt so zu Fuß. Blödes Boot. Ich hoffe, es bleibt da auch. Was liegt denn hier? Ach, nix, ein Schwanz. Ja, mal die Streh. Ach da, ja. Getroffen. Ich werde hier noch zum Meisterjäger. Ja, ich merke das schon. Rehhaut aufnehmen. Oh, hat sogar zwei gebracht. Wahnsinn. Du hast jetzt mehr als ich. Warte mal. Irgendwie, ich kann mich gerade gar nicht mehr bewegen. Warum? Überladen. Ach so, überladen. Ach, scheiße. Was ich noch irgendwie rausfinden muss, wie man nur ein Teil wegschmeißt. Mal mit Shift oder Steuerung einen Block anklicken, vielleicht so ein Stack. Ja, einen kompletten Stack kriege ich raus, aber. Mit Shift. Ah, Stapel teilen. Toll. Zieh weg. Okay. Jetzt bin ich mal erstmal wieder halbwegs safe. Hey, das wollte ich nicht. So. Ne, dürfte ja nicht allzu weit sein bis zu unserer Base, oder? Nö. Na, noch ist es hell. Wollen wir dann eigentlich mal den Typen noch schnell ausprobieren? Kann man machen. Ich pack nur schnell was ins Inventar. Ja, muss ich auch mal. Wie Holz habe ich noch auf Tisch? 29 sollte reichen. Brauche ich mal noch schnell eine Truhe. Oh, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Packte auf den Typ bei mir. Okay. 8. Bauen. Dekoration. Okay, dann machen wir mit den Münzen rein. Das rein, das rein, das rein. Das. Das. Und in der unteren habe ich da noch Platz. Ja, sehr schön. Achso, da habe ich auch nochmal Kohle drin. Brauchst du noch was für die Workbench? Wie meinst du das? Ja, für die Verbesserung? Brauchst du noch was? Oder wie Na, geht's? um das Gerbergestell bräuchte ich 20 Lederfetzen, die normalen Lederschnipsel. Und ich habe aber nur 10. Also entweder rennt mir noch mal ein paar Wildschweine, wir schmeißen noch was ins Feuer, dass hier diese Monster an die rankommen, diese Augen. Ja. Aber das hat bei mir nicht funktioniert mit den Augen. Na doch, die kamen doch angerannt. Ja, aber ich hätte das mit den Augen probiert. Da hat er mir gesagt, konnte nicht angewendet werden. Aber Zumindest bei mir. Das war dummer Zufall, vielleicht. nein, aus Versehen. Oh, hier draußen rennt ein Typ rum. Hallo. Ein Schlag kaputt. Fähigkeit Messer, Stufe 21. Juhu. Warte, dann gucke ich nochmal kurz bei mir in die Kiste, wie viel ich da hatte. Ich habe 4 Lederschnipsel und 11 Rehhäute. Und du hast gesagt, du hast 10, ja? Warte mal, dann gucke ich mal hier unten in die Kiste noch rein. Da noch Ja, jeder Schnipsel Leder. braucht ja halt auch. Ja, ich habe hier noch, warte mal. Ich habe hier noch mal 3 Lederschnipsel in der Truhe. Unten. Ach, Mann. Treppe muss ich nochmal neu machen. So.
Genau. Ich habe 7 Lederschnitzel und 11 Rehe heute. Nee, kann man drehen, wie wir wollen, das reicht nicht. Ah. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich schlafe mal noch eine kleine Runde. So. Das noch weg. Das noch weg. Naja, meinetwegen können wir starten. Also ich bin startklar. Kurz was zu trinken einschenken. Halt nochmal was reparieren alles. Was ist Sicher, das? sicher. Das muss ich auch noch machen. Haha. Auf alle Fälle Messer, Bogen. Wie? Reparieren. Es geht eigentlich auch was meine Base angeht mit reparieren. Dach war kaputt, krass. Echt? Komisch, hinter mein Haus liegt Harz. Ich weiß gar nicht warum. Wildschweine! Die steche ich ab. Vielleicht kriege ich doch meine 20 Schnipsel zusammen. Zack, das erste. Zack, das zweite. Bist du? Waren nur zwei Ah, okay. Lederschnipselis. Schade. Trotzdem ins Haus bringen. Alles gesammelt. Sü. Fähigkeit verbessert Rennen auf Stufe 15. Dann gehe ich auch mal wieder noch kurz rein, dann repariere ich noch mal schnell auch mein Steinmesser und dann können wir. So. Okay, alles repariert. Krass. Ach, die stellt schon mit der Kohle her. Nee. Draußen? Da hängt was am. Da Echt? baumelt mal. Oh, Ja. okay. Ich habe noch ein paar Pfeile hergestellt. Ach, Sicher, die gute sicher. alte Grashütte. Ja, das war noch, wo ich die Hacke hatte zum Ebenen. Ah, du hast Deswegen. eine größere Tür? Ja, du hast auch zwei Krass. Türen. Weil du kannst da mich aus, habe ich festgestellt, du hast zwei Türen. Du hast einmal die Holztür und das ist das Holztor. Und da brauchst du wenigstens, kommst du auch wenigstens richtig durch. Dann ist das große Tor für den Eingang und die kleinen für innen vermutlich, wenn du verschiedene Räume machen willst. Das ist gut möglich. Ich habe aber zwei Holztore. Einmal hier und einmal da oben. Guti, wenn wir Ja. da mal eine Was auch immer wir Fackelwechsel. machen müssen. Sag Weißt mal, du, wie man den beschwört? nö. Nö. Hier ist noch eine Rune. Danke, Freya, für Regen und Sonne, für alle Sprosse, die den Erdboden durchbrechen und für die Rebfrüchte. Danke, Odin, für Fleisch und Knochen und für die Wärme von Feuer und Pelz, als auch für die Stärke deines Armes. Okay. Ich lese die immer mal sicherheitshalber. Nicht, dass es irgendwas bedeutet, nicht, dass es irgendwann heißt, ja, du musst die lesen oder nicht. Wildschweiner schnell genommen auf dem Weg. Jo, okay, ich sehe es. Da ist ja hier das erste komische Symbol. Gut, dann mache ich mal das und die 6. Wie war es die 6? Schild. Ach so. Objekt anbieten. Ah, warte mal. Ein Speer? Nichts passiert. Drei? Nichts passiert. Ein Bogen? Nichts passiert. Hier Was? steht, jage seine Nachkommen. Ich glaube, wir müssen die Trophäen hier drauflegen. Hier ist ein Reh, hier oben abgebildet. Jage seine Nachkommen und wir müssen hier was draufpacken auf den Altar, anbieten. Und ich glaube, das sind die Trophäen. Hast du aber einen auf Tisch? Nee, natürlich nicht. Hier habe ich alle drin. Scheiße. Was wolltest denn du jetzt hinlegen? Ich habe einfach mal irgendwas probiert. Ich habe irgendwas probiert. Warte mal, ich versuche mal. Fleisch will. Nee. Nee, nee. Warte, ich kann Okay. ja mal noch. Nee, der bietet es mir auch ja nicht an. Ein Dann Fleisch gucken wir hinzulegen. mal, ob wir noch irgendwo eine Hirschtrophäe haben. Okay.
Ja, wie gesagt, in Kisten hätte ich welche. Na dann, nochmal kurz zurück. Wollen wir mal einen Test? Was ist denn das hier für ein fetter Baum? Ja, krass. Ja, da gibt bestimmt gut Holz, aber den kriegen wir selbst mit unserer Bausteinaxt definitiv nicht kaputt. Achso. Ohne Dings klappt es natürlich besser. Bist schon wieder am Jagen, oder? Ja. Treffer. Ich guck mal. Und gleich eine Trophäe. Die Frage ist, brauchen wir nur eine Trophäe oder brauchen wir 20 einen ganzen Stack voll? Keine Ahnung. Komm, ist das eine Hirschtrophäe? Ja, ich habe aber nur ein Stück, ne? Ist egal. Testen wir einfach mal. Learning by doing. Ich Ich sag. glaube, man muss bestimmt so einen ganzen Stack 20 Stück draufschmeißen, dass das nur bei einer kommt, aber wir testen es einfach. Achso, das wollte die Rune. Das Holz mal noch aufnehmen. Mal kurz was essen. Ding, ding. So. Ich habe nicht mal viele Lebenspunkte, deswegen mal schnell was futtern. Was da? Hä, ich hab was gehört. So, nichts passiert. Jetzt lege ich es mir mal auf. Hörstrophe 1 von 2 brauchen wir. Und Vergabe unvollständig. Wir brauchen noch eine zweite. Oh, also nochmal zurück. Oh, oder wir finden ja irgendwo noch ein Reh. Mit der Fackel erschlagen. Und Matti so, ich bin so wütend, dass wir keine Trophäen haben. Zack, drauf. Jetzt wissen wir wenigstens, für was die Trophäen gut sind, ja? Dass wir die auf alle Fälle auch aufheben sollten. Aber warum der wollte, dass wir die ins Haus packen zur Dekoration, das ist mir un so ein Rätsel. Tja, keine Ahnung. Ich guck auch nochmal. Ich glaube, bis zu dir brauchst du nicht rennen. Ich brauche bei mir bloß eine Etage hoch. Da habe ich oben auch noch welche. Okay. So. Soll ich dir dann meine geben, dass du ein Stack hast von zwei? Oder? Hier. Ich habe sogar ein Zweier-Stack. Okay, pass auf, dann nimm dein Zweier-Stack und ich packe dir welche Kiste in einer rein, oben oder unten? Ist egal, da wo Platz ist. Ich habe da noch kein besonderes System. So. So, und zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Hat ja keiner gesehen. So, nochmal schnell eine Bratkeule reingeschmissen und eine Himbeere. Ah, ich habe. Auf dem Weg zum zweiten Versuch habe ich mich auch nochmal voll gestopft. Jetzt habe ich wenigstens wieder volle Lebenspunkte. Und immer schön blocken. Jo. Achso, da müssen wir lang. Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Du musstest das oben die Leiste. Uah. Oh, Ich sehe den Strich dich. ich auch nicht. Alter, hier ist ja alles verwackelt. Das ist sehr bedrohliche Musik. Oh, das geht hier. Alter, das ist ein Riesenvieh. Du hast gesagt, wir schaffen das. Oh Gott. Oh, ich krieg den aber ein bisschen weg. Also. Au. Ich versuche ihn hinten in den Arsch. Ich versuch's mal mit dem Bogen. Gott sei Dank ist er so groß, dass ich drauf schießen kann. Jo. Jo. Er ist weg. Ich habe ihn aber getroffen. Jo, ich auch. Ja, weil die Blitze sind. Ich habe ihn wieder getroffen. Wieder getroffen. Also die Hit-and-Run-Takt. Uah.
Ah, fuck, daneben. Geil. Ah, ein bisschen erwischt. Immer auch schön, wenn der sich hochbäumt, auf der Blitze aufpassen. Ja. Ah, au. Hat der Hälfte Hammer. Jo. Immer schön hinter die Steine verstecken. Ich hab ihn mit dem Po geschossen. Oha. So klappt das gut, wenn wir den so abhalten können, immer locken. Okay, 22 Schaden gemacht. Ich verstecke mich immer hier ein bisschen hinter den Steinen. Ja, das ist gut, da kann ich ihn nämlich anpieken. Okay. Wir haben fast. Jo. Zack. Bögen auf Stufe 12 gleich mal verbessert. Na, das schaffen wir doch easy. Zack. Zack. Noch zwei Schuss. Uff. Ja, der ist billig. Wenn du dich nicht in Nahkampf verwickeln lässt, ist der billig. Ja. That's it. Wir haben ihn! Wir haben ihn! Was, echt? Wir haben ihn! Tatsächlich. Neues Material, hartes Geweih. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Okay. Ich muss mal zur Werkbank. Hast du irgendwas aufgenommen? Nee. Du hast nichts. Ich habe einmal hartes Geweih einfach nur und eine Eikür-Trophäe. Dieser abgetrennte Kopf verströmt eine große Macht. Bringe diesen Gegenstand bei den Opferstein als Opfer da. Müssen wir jetzt nochmal was da bringen? Versuch mal. Hier? Oder bei den anderen Vieren da unten? Weiß ich nicht. Leg da mal hin. Nichts passiert. Okay, lass uns mal zu den vier Steinen gehen. Die vier, wo wir gestartet sind. Hier ist noch Holz. Er hat ein bisschen Wald zerlegt. Ist mir auch nicht schlecht. Hier steht: Glückwunsch, Krieger, kehre mit deiner Wächtertrophäe zu den Opfersteinen zurück und bringe den Göttern ein Opfer, damit diese dir wohlgesonnen sind. Okay, dann kriegen wir jetzt eine Belohnung. Cool. Weil mit diesen drei publiken Knochen und der Trophäe, was ist das Kreuz, ne? Wo muss ich denn die? Vielleicht hier beim ersten. Wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ich hab's dran gehangen. Oh, hurra. Geil. Kraft aktivieren. Yo. Aktiviert. Yo. Wächter geopfert. Oh, Hüken. Dir wurde die Kraft von Ekir gewährt. Verwende sie, wenn du sie brauchst. Dein nächstes Ziel befindet sich im Dunkelwald. Begib dich dorthin, erkunde das Gebiet. Birg die dort befindlichen verlorenen Schätze und Rohstoffe. Der Uralte erwartet dich. Oh je. Yeah. Warte mal, wir haben doch jetzt irgendeine Macht gekriegt. Ja, das siehst du links hier unten. Mit F kannst du das machen. Mit F, okay. Und wir haben immer 20 Minuten lang das. Krass, und du kannst schneller rennen und bist kräftiger dabei? Habe ich so verstanden. Warte mal, ich guck mal ins Inventar. Die Deine Fertigkeiten zu rennen und zu springen sind verbessert. Sprung-Ausdauerverbrauch -60% und Rennen-Ausdauerverbrauch -60%. Du kannst unheimlich weit rennen jetzt. Geil. Das hat sich gelohnt, ja. Geil. 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 Da würde ich sagen, dann bauen wir doch jetzt mal noch schnell die Workbench. Kann ich nicht mehr. Fehlt immer noch 7 von diesen Pixel-Lederschnipsel. Achso, warte mal. Da wollte ich dir doch die von mir geben. Warte, ich jetzt ein Wildschwein hinterm Haus. Zack, da habe ich schon mal. Da. Was braucht's denn noch für die komische Workbench? Feuerstein, die habe ich aber da. Achso, und Rehhaut. Hast du da? So, ich brauche. Ja, Rehhaut habe ich da. Feuerstein habe ich auch. Ich habe noch 7 Schnipsel. Okay. 6 bräuchte ich, dann hätte ich exakt 20. Na dann. Bring ich dir vorbei. So, wird doch brüderlich geteilt hier. Hast du das jetzt irgendwo hingeschmissen? Ja, eigentlich. Wo ist es hin? Ist es rausgefallen? Ich renne mal ums Haus. Ich hab's auch nicht mehr im Inventar. Warte! Hä?
einer Kiste gelandet? Nee. Ja, hab ich gerade auch nachgeguckt. Achso. Warte mal. Nee. Oh, guck mal, guck mal bei dir ins Inventar. Doch, ich hab's da 21 Stück. Ah. Hab's da irgendwie draußen. Oh Gott. Junks, ihr habt das rausgeklitscht, ist ja. Hätte ich aber den Boden aufgerissen.